Ich muss euch kurz auf den neuesten Stand der Dinge bringen, denn ich habe gestern gedacht, dass ich aufnehme und weitergespielt. Aber Fraps hat irgendwie totale Probleme gehabt und irgendwie den Kram nicht gespeichert. Dementsprechend habe ich weitergespielt, ohne dass aufgenommen wurde. Und da ich nur einen einzigen Spielstand in diesem Spiel besitze, ja, ist mittlerweile ein Zwischenstück verloren gegangen. Das ist in etwa, lass mich nicht lügen, ungefähr eine halbe Stunde. Es ist jetzt auch gar nicht so entscheidend. Es geht ja letztendlich nur darum, dass das letzte Mal, als wir aufgehört haben, sich die Insel in Luft aufgelöst hat, beziehungsweise sie ist verschwunden. Da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, hey, als Nichtwissender, wo ist der Kram jetzt hin? Ne? Wie soll das Ganze ablaufen? Fraglich, fraglich. Und wir haben uns dann auf die Suche begeben. Hier, oh, hier sind auch schon diese komischen neuen Gegner. Wir haben uns dann auf die Suche begeben, eben dieses Problem mehr oder weniger zu lösen. Das haben wir eigentlich auch geschafft, sogar relativ souverän. Da kann man nichts gegen sagen. Ein kleiner Bossgegner hat auf uns gewartet. Zwei, drei riesige Gegner, die wir auch eliminiert haben. Aber alles in allem war das nichts Dolles. Wir haben jetzt eben gerade in dieses Gebiet, wo ich hier reingeäumelt bin. Uah. Da befinden sich eben die ganzen... Ja, beziehungsweise die Insel befindet sich hier wieder. So kann man das festhalten. Und die Insel müssen wir jetzt suchen, denn dieser Teleporter, der uns zur Insel normalerweise bringt, ist kaputt. Denn das liegt logischerweise daran, dass dadurch, dass die Insel weggeportet ist, der Standpunkt nicht mehr derselbe ist und dass das Spiel nicht ganz, ja, synchronisieren kann, sage ich mal. Deswegen müssen wir das jetzt übernehmen. Das war es eigentlich im Groben und Ganzen, was wirklich passiert ist. Kann man das so stehen lassen? Ja klar, warum nicht? Spricht ja nichts gegen. Sagen wir es mal so. Dolle Waffe habe ich leider auch nicht wiedergefunden. Auf jeden Fall hier den ganzen Grünkram werde ich komplett ausschalten. Und hoffen, dass ich hier den Überfallstalker... Ach Gott. Bin teils aber auch immer durcheinander. Jetzt ja auch noch ausschalten kann. Und ja, ich glaube, ich habe das gerade ziemlich blöd zusammengefasst. Aber es ist ja eben wirklich nicht viel passiert. Wir haben ein bisschen die Haupthandlungen gespielt, aber das war's. Das wären vielleicht zwei Parts gewesen oder so ein Kram. Also jetzt auch nicht der übermäßige Weltuntergang. Da wäre es schlimmer gewesen, wenn ich halt das Spiel durchgespielt hätte. Und es hätte, ja, Fraps halt nicht aufgenommen. Das wäre schon wesentlich ärgerlicher gewesen. Denn dann hätte ich mir irgendwas einfallen lassen müssen. Aber so ist es, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Ja, Anpassung des Skins. Diesmal aber nicht für uns. Können wir das so stehen lassen. Und gehen hier unten wieder raus, denn hier befindet sich nichts für uns. So. Wenn wir doch mal weitergehen. Wie gesagt, in diesem Gebiet war ich jetzt selber auch noch nicht. Also es ist jetzt genauso Neuland für mich wie halt für euch, sofern ihr halt unwissend seid. Alle anderen, die das Spiel natürlich selber durchgespielt haben, werden jetzt haargenau wissen, was ich wahrscheinlich machen muss. Ich muss mal gucken. Ich muss irgendwo hier oben hinlatschen. Hier bin ich. Ja, gut, bisschen Weg liegt da natürlich noch vor uns. Das ist ein relativ großes Gebiet. Die Frage ist, ist hier oben nicht so ein... Ah, Catch a Ride. Wir können uns hier noch sogar ein Fahrzeug nehmen. Ja, 1A. Wobei, gehe ich den richtigen Weg? Ja gut, da oben gibt es auch ein Catch a Ride. Ja, hätte ich auch mal früh drauf kommen können. Hätte ich mir den ganzen Kram natürlich gespart. Aber immerhin habe ich gerade einen Blick auf die Karte geworfen, dass ich wenigstens erkannt habe, hey, das ist ganz schön groß hier. Lass dir was einfallen, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und dann werde ich jetzt auf jeden Fall mal wieder ein paar Parts hintereinander wegdrehen. Das ist, denke ich mal, in Ordnung, da ich eh nicht großartig doll auf eure Wünsche eingehen kann oder sonst etwas, da die Resonanz ja nicht so groß ist. Aber es ist in Ordnung, genauso wie Assassin's Creed ziehe ich den Kram durch, so wie sich das gehört. Und die Leute, die es gucken und sich an dem Spiel erfreuen, für die mache ich das gerne. Alle anderen, die es verpassen oder eben meinen, dass das Spiel nichts für sie ist, ist eben so, ist ja auch in Ordnung. Gibt Schlimmeres. Ach, komm schon, nicht im Ernst. Periongeschütz. Geh doch kaputt. Ah, es kann doch nicht angehen. Nee, ich stehe hier zu blöd. Eindeutig stehe ich hier echt zu blöd.
aber es, ich krieg's nicht kaputt. Also ich treff's echt so gut wie gar nicht. Jetzt mal halbwegs. Bevor mich das Ding vielleicht... Oder bevor ich es getötet habe, hat es mich sogar fast erledigt. Aber ich habe Glück gehabt. Naja, egal. Ich verdrück mich jetzt. Mir ist das hier gerade alles ein bisschen zu happig. Und ich weiß sogar wieder, wie ich den Turbo benutze. Nämlich mit der F-Taste, ich Idiot. Ist mir eben gerade spontan wieder eingefallen. Oh, was kommt jetzt? Ja, solche Viecher musste ich ganz viele von erledigen. Bloß halt so einen richtig, richtig großen. Der war schon echt happig und nicht ohne. Ah, komm her, du Scheißding. Ist auch noch so ein Pinker, der schon geslackt ist. Jetzt ist das Fahrzeug auch noch kaputt. Dann bewege ich mich halt zu Fuß weiter. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Vielleicht sogar wesentlich interessanter, ich weiß es nicht. Weil hier munitionstechnisch... Hätte ich gerne noch mal ein paar schöne i-Tüppelchen jetzt für mich. Oh. Der ist geslackt, das ist natürlich sehr geil. Zack. Oh, jetzt ist es schlagartig dunkel geworden. Sehr gut anvisiert. Und schon läuft der Lachs. Wobei hier jetzt schon wieder irgendwo irgendetwas... ja, ein bisschen gefährlichen Eindruck hinterlässt. Gut, den kann ich auch noch mal kurz ausschalten. Ah, komm mal her, mein Freund. So, und hier runter gehe ich auch noch. Ich hoffe, dass ich hier irgendetwas Spannendes finde. Oder da oben könnte ich eigentlich auch hingehen. Na, ich weiß das gerade gar nicht. Obwohl, dadurch, dass ich das jetzt halt alles selber mache, ist der Vorteil, dass ich wesentlich mehr EP sammle. Heißt, wir steigen schneller im Level. Und wenn wir wieder im Level steigen, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir ja ein Level gestiegen sind. Um das Ganze nochmal richtig optimistisch auszudrücken. Oh Mann, ey. Mal gucken, was sich hier oben befindet. Da bin ich mal gespannt. Wobei das echt mehr oder weniger nach gar nichts aussieht. Naja, ich lasse mich überraschen. Schaden tut's mit Sicherheit nicht. Und ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht irgendetwas einrede. Isotop Ölmation Tower. Hier müssen wir wahrscheinlich später nochmal hin, ne? Würde ich mal sagen. Hüpfen wir mal runter. Sag jetzt nicht, hier kommen wir jetzt nicht mehr raus. Ah, ich ahne ganz, ganz Schlimmes. Ah, ich kann auch einfach durch... Nee, kann ich nicht. Wollte schon sagen, ich kann doch nicht einfach durchlaufen. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir hier den Strom ausgeschaltet? Das wäre natürlich relativ interessant zu wissen. Mir scheint aber nichts Interessantes. Ja, hier ist nichts Interessantes. Außer eben die Waffenkiste dahinter. Aber auf die können wir später nochmal zurückkommen. Ne? So kann man das, denke ich, mal stehen lassen. Wieder einmal streiten wir durch die einfach supergeile Welt, die einfach so geil aussieht und dazu noch diese supergeilen Effekte mit sich bringt. Hier diese Reflexion, sage ich mal, von dem Raumschiff, was da hinten auch immer rumäumelt. Also ist wirklich supergeil. Hier haben wir jetzt die Hyperion Bridge gefunden. Kann ich mir querstecken? Vorderklasse Ganserker? Nein, da sind wir nicht. Warte. Oh nein, hier unten ist ein Catch-A-Ride. Das nehme ich doch mal direkt mit. Da hinten ist die Stadt. Ne? Dann solltet ihr jetzt auch halbwegs wissen, was ich jetzt mit dem Fliegen meine. Und dass sie wieder aufgetaucht ist und so ein Kram. Also... Ne, so extrem viel oder spannend war das gar nicht. Oh,
hier befindet sich aber auch nichts, oder? Nö, macht nicht den Eindruck. Dann düseln wir jetzt einfach mal durch, ne? Mit Turbo und allem, was da so zugehört. Ah, hier oben wird jetzt gleich mal ein paar Gegner sein, oder? Overlock. Oh, hier müssen wir sogar hin. Sehr geil. Haben wir jetzt immer doch nochmal durch das Gefährt ungefähr eine Minute gespart. Das ist, denke ich mal, okay. Holy Spirits. Ah, ich glaube, da wollen wir noch nicht rein, ne? Also wird mir nicht als Ziel angezeigt, also werde ich das auch erstmal so stehen lassen. Wenn wir den Kram hier fertig haben und die Stadt zurück ist, werde ich erstmal die ganzen Nebenquests abschließen. Das haben wir gefunden, ja? Das war mal ein nettes kleines Städtchen, bis Hyperion kam. Okay. Dank Jacks Bergbauaktivitäten leidet jetzt jeder dort unter Schädelfrost. Die armen Teufel sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen. Du solltest den Transmitter dort drüben aufstellen. Sobald die Mondbasis deine Anfrage bearbeitet, solltest du eine Schnellreisestation haben. Jo, geht sofort ab. Ich gucke hier nur noch kurz überall rein, in die Toiletten und so ein Kram. Das sind ja mal hier meine, ne? Virtuellen und insgeheimen Hobbys, mit denen ich mich gerne beschäftige. Seid gegrüßt, Bürger von Overlook. Ich, Handsome Jack, bin mäßig begeistert, euch in der Hyperion-Familie willkommen zu heißen. Hi. Gebt Acht wegen der Stalker-Attacken. Oh Mann, ey, der Typ ist einfach so super hängen geblieben. Da fällt mir echt nichts anderes mehr zu ein. So. Hier hüpfe ich auch nochmal hoch, aber hier scheint sich nichts zu befinden. Ja. Ja, wir sind jetzt ja schon in der Nähe vom Ziel, dann passt das halbwegs. Da bin ich echt mal gespannt, was hier noch mit der Insel genau passiert oder wie sich der Kram entwickelt. Denn das ist mit Sicherheit nicht ohne. So, rein den Lachs. Er sendet jetzt die Lieferanfrage. Jetzt müssen wir nur ein paar Minuten warten und... Angel, das reicht. Oh. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du den Bösen helfen. Hyperion macht darauf aufmerksam, dass Eigenmächtigkeiten mit einer... Wir haben nicht viel Zeit, bis Jack bemerkt, dass ich ihm nicht mehr helfe. Schütze den Transmitter. Ja, schütze den Transmitter. Wenn du nicht mal mit diesen Loadern fertig wirst, bin ich echt enttäuscht. Doch, doch. Die sind doch hier Pillepalle. Die schaffen ja nichts. Die treffen mich ja nicht mal. Ah, komm, dich kriege ich auch noch. Oh. Die Sachen, die vom Himmel geschossen kommen, die sehen aber auch nicht ganz nett aus. Von dem möchte ich mich auch ehrlich gesagt nicht ganz treffen lassen. Och, komm schon. So. Zwei Magazine, beziehungsweise, ja, sechs Schüsse sind das, glaube ich, ne? Die ich in die reinsetze. Das kann man, denke ich, mal so stehen lassen. Danach sollten die halt mit Glück in ihrem eigenen Schmock erleiden. Anfrage für unkalibrierte Schnellreisestation erhalten. Voraussichtliche Bearbeitungszeit so. 3 bis 6 Wochen. 3 bis 6 Wochen? Das ist natürlich ein bisschen viel, muss man dazu mal sagen. Ich muss jetzt auch mal sehen, dass ich hier die Waffe, eine andere Waffe auswähle. Ich verändere ein paar Daten, mal sehen, ob ich das beschleunigen kann. So. Wo sind hier noch mehr von diesen verkackten Viechern? Und... Oh. Keine Frage. So, du kriegst jetzt hier auch nochmal ordentlich was ab. Wir sollen bloß den Transmitter in Ruhe lassen. Ich brauche wieder meine Pistole, sonst geht das hier alles in die Hose. So, so geht das auch schon wesentlich mehr ab. Nein!
Nein! Du musst den Transmitter reparieren. Mach ich doch. Wo ist hier denn einer? Da hinten? Hängen sogar gleich zwei Arschgeigen. Das ist natürlich richtig kacke. Der hier unten kann mich auch mal kreuzweise. Die Mondingenieure haben unsere Anfrage abgelehnt. Ich sehe mal, was ich tun kann. Ja, hoffentlich. Mann, 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 Mann. Overlook hatte erneut weniger Verstöße gegen die Ausgangssperre als oh. F. Oh Gott, oh Gott. Bitteschön. Oder, ich habe eine Idee. Ich könnte jetzt ja nochmal den Rocket Launcher auswählen. Den haben wir ganz, ganz lange nicht mehr benutzt. Oder ich glaube sogar noch nie. Ich weiß das gerade gar nicht. Ja, so, das ist doch Schaden, der sich sehen lassen kann. So, dich hole ich auch vom Himmel. Komm her, Scheißding. Die ganzen Scheißviecher könnten mich mal alle so kreuzweise. So, gehen die jetzt hier alle selbst vom Korrosionseffekt in die Luft? Ja, scheint so. So, dann kann es jetzt halbwegs auch so weitergehen. Nein, eher schlecht als recht. So, hier kriegt ihr noch eine Granate ab, ihr Scheißviecher. Verreckt dran. Ich habe der Mondbasis die Sauerstoffversorgung gekappt. Ah, sehr schön. Jetzt ziemlich bald schicken. Verdammt, Angel, was soll das? Das sind die Bösen! Ich hetze dir alles auf den Hals, was ich habe. Oh, ein Hotloader. Was das auch immer sein soll oder wo auch immer der Unterschied liegt. Wahrscheinlich schießen jetzt einfach mit Feuer um sich oder so ein Kram. Nein, nicht die Kleinen. Die sind am schlimmsten. Badass Loader haben wir auch noch am Start. Jetzt geht's hier aber echt richtig ab. Oh Mann, ey, komm schon, stirb doch jetzt einfach. Wo ist das scheiß fliegende Ding? Ja, hoffentlich. Ich habe jetzt gleich auch keine Munition mehr. Also langsam sieht es echt ganz schön mau aus. So. Keine Munition mehr. Ich bin völlig am Ende. Los, schnell! Kehre mit der Schnellreisestation nach Sanctuary zurück. Da bin ich jetzt mal gespannt. Schnell weg. Interessiert mich gar nicht, was er hier zu sagen hat, aber ganz schnell weg nach Sanctuary. Wobei jetzt sogar das Bild, wenn man das dahin reist, hat sich verändert. Es ist jetzt wirklich in der Luft. Und es gibt super viele Quests. Krass. Ja, wollen wir mal anfangen, wa? Hey, wenn du nicht gerade nichts vorhast, könntest du mir helfen. Natürlich. Kannst du den Mordfall Justin McReady lösen? Ja, ich gebe mein Bestes. Lust, einen Mordfall zu klären? Ich bin der Marshall hier in der Gegend. Einer von den Gattervierlingen hat den Jungen da drüben abgeknallt. Ich ernenne dich zum Deputy. Hör dich bei Moxie und Zed um und finde raus, welcher von diesen vier völlig gleich aussehenden Dreckskerlen abgedrückt hat. Okay. Sonst muss ich alle vier hängen und so viel Zeit habe ich nicht. Ja gut, dann wollen wir das doch mal machen. Wobei, wo ist der hier jetzt? Irgendeiner wird mir doch schon angezeigt.